Das ist das Schöne am Hochwasser. Dass hier die Schwäne direkt über den Parkplatz fahren. Eigentlich ganz nett. So optisch. Hallo, heute ist Mittwoch, der 18.11.2020. Ich melde mich heute mal direkt von meinem Smartphone, weil die andere Kamera eben nicht wasserdicht ist und es regnet. Ich bin gerade hier mal unterwegs, um mir den Stand des Hochwassers anzuschauen. Und ja, der ist schon wirklich extrem hoch. Also, kann ich mal ein bisschen erzählen, wie es zurzeit bei uns aussieht. Es ist jetzt so, dass wir nicht mehr einfach so über unseren Parkplatz auf die Straße kommen können, sondern wir brauchen Gummistiefel. Die haben wir uns heute besorgt. Der Parkplatz ist jetzt schon recht weit überflutet. Deswegen haben wir das Auto auch ganz anders hingeparkt, ein bisschen im Berg hoch. Haben dann Zettel reingeschrieben auf einem kostenpflichtigen Parkplatz, dass wir leider nirgendwo parken können und dass wir eben Anwohner sind. Ich hoffe mal, dass die das durchgehen lassen. Mal schauen, wie kulant die sind. Vielleicht checkt es auch gar keiner, da die Touristensaison ja jetzt eh rum ist. Aktuell ist es jetzt so, dass wir ungefähr noch 5 Meter nach vorne können, außerhalb von unserer Tür, bis wir ins Wasser treten müssen. Und wir hoffen, dass jetzt das Wasser nicht noch weiter steigt. Weil sollte das noch weiter steigen, vielleicht so 20, 30 Zentimeter, dann läuft uns das Wasser direkt durch die Haustür rein. Wir haben die Haustür unten, von daher bekommen wir oben keine nassen Füße. Aber unten hängt auch der Sicherungskasten direkt neben der Tür und wenn der unter Wasser ist, glaube ich nicht, dass es so ganz gut ist. Vielleicht haut uns dann die Hauptsicherung oder irgendwo anders die Sicherung raus und wir stehen ohne Strom da. Diese Stelle hier habt ihr in den anderen Videos bestimmt schon öfters gesehen. Hier geht es runter dann zum Friedhof dahinter, zu diesem kleinen. Und dann sieht man da hinten auch noch ein Stück weit. Deswegen liegt ihr auf dem Hügel. Da bleiben die Knochen trocken. Ja, da geht's auf keinen Fall weiter zurzeit. Um das Wasser ein bisschen aufzuhalten, stehen uns Sandsäcke zur Verfügung. Aber das war's dann auch schon und ja, Wasser hält man eigentlich auch nicht auf. Die Nachbarn an den Geschäften, die haben so Floodgates und so blaue Dinger, die man in die Tür reinklemmt. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das wirklich viel bringt. Wasser kommt überall durch. Die nächsten 2 Tage ist noch Regen gemeldet. Und dann soll es erstmal aufhören damit. Aber in den nächsten 2 Tagen kann natürlich noch viel passieren. Von daher, es bleibt weiterhin spannend für uns. Aber es heißt ja auch Abenteuer Schottland. Von daher lassen wir uns dann die gute Laune nicht nehmen. Es ist alles gut so. Wir kommen damit zurecht. Und wenn wir nasse Füße bekommen, dann bekommen wir eben nasse Füße. Das bringt mich auch zu einem weiteren wichtigen Punkt, zum notwendigen Schottland-Zubehör. Jacke ist ganz wichtig, eine wasserdichte Jacke. Und was wir heute erst gekauft haben, nachdem wir das Auto in Sicherheit gebracht hatten, Gummistiefel. Hier gibt es diese Wellington Boots, die nennt jeder hier Wellies. Damit kann man auch richtig laufen. Ich kann die mal zeigen, oder ich habe die ja vorher auch schon gezeigt. Das sind diese Stiefel hier. Mit Neopren oben dran. Die sind erstens recht warm und sind noch total bequem. Also ich glaube, ich könnte da wirklich einige Kilometer mit laufen. Ist überhaupt kein Problem. Das sind allerdings auch die teuersten Gummistiefel, die ich bis jetzt gekauft habe. Also so ein paar Stiefel hat da jetzt 99 Pfund gekostet. Das sind ja 110 Euro ungefähr. Und es gab 10% Rabatt jetzt, also sind wir dann vielleicht bei ungefähr 100 Euro rausgekommen. Ja, trockene Füße sind teuer hier. Das letzte Hochwasser in dieser Größenordnung war anscheinend 2015. Ich habe mich vorgestern mit dem Nachbarn unterhalten und ja, der hat gemeint, es kommt alle 5 bis 10 Jahre vor und jetzt 2 Tage später ist es soweit. Es ist alles unter Wasser. Man kann ja auch hier einfach mal den Fluss sehen, der normalerweise niedrig ist und jetzt kann man den gar nicht mehr von der Überschwemmung hier unterscheiden. Es gibt ja aktuell für unsere Gegend hier eine Flutwarnung
Und dafür kann man sich auch eine Karte anzeigen lassen, die zeige ich hier gerade mal, wo man wirklich genau das Gebiet sieht, wo die Flut jetzt zutrifft. Also wir sind direkt in dem roten Bereich drin, hier direkt unten am Fluss eben. Das ist der Bereich hier. Und ja, wir sind eben voll drin. Das heißt, es kann auch noch ein bisschen höher gehen, die Straße höher, und dann hätten wir echt ein Problem. Das hier ist der Weg, den ich hier gelaufen bin gerade. Kann man mal sehen dann, wo ich unterwegs bin. Hier nochmal ein paar Bilder von der Flut von der Drohne aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und abonniert am besten auch gleich diesen Kanal, wenn euch diese Thematik interessiert. Es werden weitere interessante Videos folgen. Ich freue mich auf jeden Fall über jedes Abo, über jeden Kommentar und würde mich am meisten freuen, wenn wir in eine richtige Diskussion reinkämen. Bis bald, bis zum nächsten Mal und tschüss.